Kathy war eine Kellnerin in einer Bar in Nebraska, hatte ein hartes Leben ohne Mann und war gleichzeitig Mutter von 3 Kindern. Eines Tages begann sie ihre Nachtschicht und bereits nach kurzer Zeit betrat ein LKW-Fahrer das Lokal, mit dem sie ein Gespräch anfing. Sie redeten über das Leben und nach einer Weile schüttete Kathy ihr Herz aus. Sie hatte keine einfache Zeit und das schien auch der LKW-Fahrer zu bemerken. Er genoss sein Essen und als Kathy gerade abkassieren wollte, machte sie eine schockierende Entdeckung. Der Mann hatte ihr $1000 Trinkgeld gegeben. Sie wollte dieses unfassbare Geschenk zuerst nicht annehmen, fragte sogar ihren Chef, was sie tun sollte, doch letztendlich weigerte sich der Mann, das Geld zurückzunehmen. Am Ende sagte er noch, dass sie sich doch einige schöne Tage mit ihren Kindern machen soll.